später mal irgendwann mal hin. Irgendwann. Aber erstmal sind wir jetzt. Ich bin einfach weitergelaufen. Natürlich, muss ich. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Ach so. Deshalb weiß ich nicht. Ah, da bist du. Ich habe gerade auf die Karte geguckt, das muss ich glaube ich vorher ansagen, wenn ich auf die Karte gucke, dass keiner irgendwie. Und wenn du auf die Karte guckst, ja, dann muss ich laufen. Genau. Achso, sagen wir mal jetzt zu euch da draußen, wenn ihr, sagen wir mal, meinen Kollegen seht, wie er ab und zu mal ruckelt, das liegt daran, dass er nicht so die tolle Internetverbindung hat. Und ja. Ja, das daran liegt es. Du hast aber auch schon mal bei mir geruckelt, muss ich sagen. Ja, dann liegt es halt überall dran. Das so. Liegt aber wahrscheinlich an meiner, weil. Da reden wir mal dem. Besiegt Wölfe bei Brownes Zierbau. 4 Stück. Sucht auf der Spitze von Brownes Zierbau nach der Quelle der Wölfe. Annehmen. Ich glaube, das ist nämlich der Zierbau, oder? Wo? Da das hinten, hier. Ne? Das große. Würde ich jetzt... Ja, komm, dann gehen wir einfach mal. Wir wollen ja auch ein bisschen. Und die können ja auch hier so rumlaufen, deshalb ist es ja. Aber im Moment läuft keiner hier rum. Nee. Da oben würde ich aufpassen, weil das kenne ich nämlich noch. Na, ja, ist schwer, ne? Ja, da wenn ist man zum Beispiel ein knurrender Wolf. So, einer haben wir. Da ist noch einer. Da hinten, genau. Den nehmen wir gleich nochmal. Ich kann später. Ich weiß nicht, kannst du auch. Ja, du kannst wahrscheinlich auch später Fernkampfwaffen haben, deshalb. Das weiß ich nicht. Das geht doch echt schnell, wenn man zu zweit ist, ne? Ja, macht auch mehr Spaß an mit zu zweit Leuten. Das stimmt, also da. Da ist Königskrautpflanze. Da gehen wir gleich mal hin und sammeln sie auf. Hä? Zu weit weg, achso. 1 von 4. Da ist, ich muss auch noch die Königskrautpflanze sammeln. Ja. Aber wieso sammelt der jetzt nicht die auf? Ja, muss näher dran. Ich war gerade auch ein bisschen. Ich muss mal meine Tür zu machen. Hier kam gerade jemand rein. Oh. Das ist das Schöne, wenn man alleine wohnt. Hallöchen. So, mal wieder wegscrollen. So. Fertig, oder? Ach. Ich muss dir noch was erklären. Ah, okay. So, wo bin ich? Ah, da. Hier bin ich. Da gehen wir mal hier hoch. Da ist noch eine Pflanze. Ja, die sind hier überall, aber wir müssen ja auch noch die Wölfe dann am besten, weil hier sind ja auch die Wölfe in der Nähe. Genau. Deshalb. So. Mal gucken. Boah, ist ja gar nichts los hier, ey. Nee, irgendwie Wölfe, es war schon mal mehr los. Jep, da oben ist noch eine. So. 4 von 4. Und da oben ist wieder ein Dämmerwolf, Junges. Oh, und da steht noch einer. Spawn-Kill. Mir doch egal. 3 von 4. Und da oben ist auch noch einer. Dämmerwolf Junges. Mal gucken, ob wir den auch nehmen können. Wahrscheinlich. Eigentlich tötet man ja keine Jungen, ne? Ist doch egal. Doch. Ja, der wurde auch. So, warte mal. Schließt eine Aufgabe auf Cornelius Strohhalm ab. Soldaten Farmbach am meisten Vertrauen schenkt. Haben wir die noch nicht gemacht? Achso, wir müssen die abliefern, genau. Aber hier oben war irgendwas. Sucht in der Spitze von der Quelle. Ah, die ist hier oben. Ja, kommt so bestimmt so ein Masterwolf, wetten? Weiß ich nicht. Aber ich höre schon irgendwie Wölfe. So. Dort oben. Wunderbar. Geht doch zackig. Oh, was ist das denn? Der Wolfmeister nähert sich. Komm, den machen wir doch mal gleich. Wieso haut der einen Typ ab und wir müssen jetzt hier gegen kämpfen? So ungefähr. Ja, Pech gehabt. Ja. So. Hat er irgendwas bei sich? Nee. Nee, können wir nicht. Gut, dann laufen wir mal runter. Der hat bestimmt Schiss gehabt, wetten? Ja, Fotze, ey. Er wollte nur töten, aber es hat nichts gebracht für den, weil wir sind eine Gruppe und er ist nicht in unser... Ne, da würde ich nicht runtergehen. Warum? Wo ist die Treppe? Achso, du gehst. Ich gehe die Treppen. Ja, ich auch. Oder doch nicht? Ach komm. Bald so Spaß macht. Ach, da bist du.
Warte, ich komme. Brauchst du nicht, mein Gott. Da bist du. Gut, dann lass uns mal wieder zurücklaufen. Ich muss ja echt sagen, das Spiel, die Spielwelt, die ist sowas von schön. Eigentlich schon, für ein, im Gegensatz zu anderen Online-Rollenspielen. Genau. Und eigentlich ist es ja gar nicht so mein Fall. Also ich mag ja eigentlich normalerweise nicht so Spiele. Aber ich muss sagen, weil es ja Herr der Ringe ist und man sich halt so ein bisschen mit verbunden fühlt. Komm, wir machen den auch noch fertig, den Wolf da. Ja. Tschüss. Muss ich echt sagen, gefällt mir doch ganz gut. Wieso droppen die kein Geld? Das finde ich blöd. Oder nimmst du das? Nö. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall geile Atmosphäre eigentlich. Das stimmt. Muss man schon sagen. Jetzt beenden. Hast du auch Geld dafür bekommen? EP? Ja. Gut. Gut, jetzt haben wir nur noch kehrt mit dem Königskraut und der zurück wieder. Königskraut kennt man auch aus dem Film, ne? Boah, ist einer Stufe 1, ey. Kämpft ja gar nicht. Guck mal. Lässt er sich töten oder was, ey? Wahrscheinlich. Komm, man ist ja hilfsbereit. So. Nee, Königsrauch kennt man aus dem Film auch, ne? Ja, ja, ich weiß, hier ist doch das Attilas oder sowas. Königskraut. Attilas-Kraut oder so, genau. Genau. Aus dem Herr der Ringe ersten Teil, die Gefährten. Bei den Trollen. Okay. Genau. Da müsst ihr auch mal drauf achten. Wenn ihr den ersten Teil schaut, dann ist ja halt Frodo ist ja noch verletzt worden auf der Wetterspitze. Und der wird ja dann. Ist ein Verräter? Die Gefahr hat euch jetzt beenden. Gefunden, ich weiß nicht, welche Gefahr derzeit die größere Belohnung. Ist. Verrat oder die Ignoranz von das. So, das Verhör. Neue Aufgabe. Ne, auf jeden Fall. Das ist ja dann, wenn man ganz genau schaut, sind zwei aus Steinerne oder drei Trolle. Wenn man das Buch Der kleine Hobbit gelesen hat, dann wird man wissen, dass die drei Trolle die sind, die man halt aus Der kleine Hobbit kennt. Müsst ihr mal drauf achten. Ja. Ich hab's auch erst gesehen, als ich die Blu-ray gesehen hab. Oh. Boah. Was siehst du denn jetzt schon wieder? Wir müssen mit dem Gefangenen reden. So, fragt Otto. Hey, ihr da, lasst mich gehen. Cornelius Strohlehm kann für mich bürgen. Gut, rede mit Otto, mit dem Gefängniswärter über Otto. Ottos düstere Prophezeiung. Machen wir auch. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo lang. Da ist er doch, ne? Ja, das ist der Gefängniswärter. Ach, scheiße. Was benötigt ihr? Rede mit von Hornbach. Hornbach ist wieder hier. Fahnbach. Also das am Anfang ist wirklich nur ein reines kleines rumgelaufen. Ja. Nehmen wir mal die zerschnittene Lederstoffdinger. Und die werden wir auch gleich mal sofort anziehen. Das sind. Ich muss nachher mal vielleicht auch mal sortieren. Ich sortiere nämlich immer gerne nach Tränken und Ja, das mache ich auch nachher dann. Nach Waffen und Rüstung. Ja. So, jetzt. Warte mal, sollen wir mal zum Briefkasten gehen? Hier ist irgendwo ein Briefkasten. Da kriegen wir Post mit Geschenken, wo man eine Pferdepfeife für, glaube ich, 20 Stunden, 24 Stunden, keine Ahnung. Ja, wo ist denn hier so ein Postkasten? Ja, den suche ich gerade auch. Habe ich nämlich gerade schon dran gedacht, eben das noch mal schnell machen, bevor wir hier. Puh. Wir teilen uns mal auf. Und dann können wir ja sagen, ich glaube, ich sehe den. Ja, hast du? Ich glaube, der ist nämlich hier vorne. Ich weiß es nicht.